So, jetzt nimmt es auf. Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Erwachsene, zu einem kleinen Wohnzimmerkonzert. Und mir geht es ja im Augenblick nicht anders als euch auch. Es ist Corona-Zeit und so sitze auch ich ganz viel zu Hause mit meiner Frau. Unser Sohn kommt noch öfter dazu. Und so sind wir zu dritt und verbringen die Zeit zusammen. Aber nicht nur das, wenn ich dann alleine bin, dann hatte ich in den letzten Tagen ein bisschen Zeit, in alten Unterlagen zu suchen, was ich so alles geschrieben habe in den vielen, vielen Jahren. Und da ist mir ein Ordner in die Hand gefallen, dieser hier, ja, dieser Ordner. Und in diesem Ordner habe ich Gedichte gefunden. Gedichte für Kinder, auch Gedichte für Erwachsene. Und hier, das sind, guck mal, so viele Gedichte, die ich geschrieben habe für Kinder. Und dann habe ich die gelesen und fand die gar nicht so schlecht. Manche sehr gut und manche weniger gut. Und dann habe ich hier eins gefunden, da dachte ich, das lese ich euch mal vor. Das ist für Kinder, die das ABC noch nicht kennen, aber auch für die, die das schon kennen. Und das geht so. ABC, du, ich gehe heute nicht gern zur Schule. DEF, denn ich treff dort die doofe Jule. GHI, kennst du sie? Sie hat einen Bruder. JKL, sie petzt schnell bei ihm, das alte Luder. MNO, dann geht's so, dass sie mich verhauen. PQR und der Herr Lehrer will nicht schauen. STU, hör mir zu, ich kann die beiden VWX und ihre Tricks überhaupt nicht leiden. YZ, doch dich finde ich nett. Ja, das war das ABC-Gedicht. Soll ich noch ein kleines vorlesen? Hier, guck mal, 7 Tage. 7 Tage hat die Woche. Und wenn ich dir heute was koche, mache ich es, weil ich dich liebe. Komm, hilf mir, schäl du die Rübe. Ja, so kleine, ganz viele. Vielleicht lese ich in den nächsten Tagen noch ein paar andere Gedichte vor. Aber ich habe mir vorgenommen, auch ein paar Lieder zu spielen für euch, die ihr jetzt auch zu Hause sitzt und vielleicht habt ihr Lust, das zu hören. Und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal bei uns im Theater live, aber jetzt eben hier per Internet. Dieses Lied ist ein Lied, das habe ich vor langer Zeit geschrieben und ganz selten gesungen. Und ich dachte, jetzt ist mal die Zeit für Lieder, die ich ganz selten gesungen habe. Das Lied heißt, ach hier, in diesem Liederbuch ist es drin. Guckt mal, in diesem Liederbuch, da ist es drin. Und dieses Lied heißt Fritz der Spatz. Fritz der Spatz aus Lichtenrade hält im Schnabel eine Made, die er für Luise hat, der schönsten Meise in der Stadt. Fritz der Spatz aus Lichtenrade hält im Schnabel eine Made, die er für Luise hat, der schönsten Meise in der Stadt. Fritz der Spatz, der piept vergnügt, weil er ja die Meise liebt, die grad aus dem Süden kommt und auch die wie Trützen prompt. Fritz der Spatz, der piept vergnügt, weil er ja die Meise liebt, die grad aus dem Süden kommt und auch die wie Trützen prompt. So hat Fritz nun seine Meise und er torkelt mit ihr leise. Torkeln hin und torkeln her, heißt bei Fritz, er wird Vater. Den Fritze sagen, hey Luise, leg ein Ei, ich will Kinder 1, 2, 3. Und schon gleich nach 2, 3 Tagen hört man dann den Fritze sagen, hey Luise, leg ein Ei, ich will Kinder 1, 2, 3. Und Luise drückt und drückt und dann ruft sie ganz voll Glück, hey Fritz, im Nester liegen Eier, ich glaube 7. Ram dam 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 dam, ram dam 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 dam, ram dam 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 dam, ram dam 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 dam. Spatz
aus Lichtenrade hält im Schnabel eine Made, die er für Luise hat, der schönsten Meise in der Stadt. Ram dam 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 dam. Ja, jetzt diese erste Strophe, da möchte ich den Text mal etwas verändern. Und wenn ihr da gut aufpasst, könnt ihr vielleicht mitsingen. Fritz der Spatz heißt jetzt nicht mehr Fritz der Spatz, sondern Spitz der Fratz. Hält im Schnabel eine Made, heißt jetzt schnellt im Habel meine Ade. Jetzt fieh er dür Luise Latt. Der schönsten Meise in der Stadt wird jetzt ein bisschen ordinär. Das heißt jetzt der bösen Scheiße stinkt der Hand. Spitz der Fratz aus Richtenlade schnellt im Habel meine Ade. Fieh er dür Luise Latt. Der bösen Scheiße stinkt der Hand. Ram dam 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 ram dam 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 ram dam 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 ram dam dam. Aus Lichtenrade hält im Schnabel eine Made, die er für Luise hat, der schönsten Meise in der Stadt. Ram dam 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 ram dam 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 ram dam 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 dam. Ja, das war das Lied von Fritz dem Spatzen. Und ich habe ja noch ein zweites Lied für die beiden geschrieben, für Fritz und seine Luise. Denn im Sommer haben sie ihre Kinder großgezogen. Und dann kam der Herbst, die Kinder waren flügge und sind weggeflogen. Und Fritz und Luise waren alleine. Und dann kam der Winter. Und der Winter kann für Spatzen und für Meisen ganz schön hart sein. Fritz ist ein kleiner Spatz, er wohnt im Baum am Rathausplatz mit einer schönen Frau, die ist wie er genau im Winter oft betrübt, weil es nichts zu fressen gibt. Fritz hat Kummer, denn er hat Hunger. Er piept und piept und piept, weil es nichts zu fressen gibt. Er piept und piept und piept, weil es nichts zu fressen gibt. Ach, sagt Fritz zu seiner Frau, auch kein Brot, uns droht so große Not. Fritz hat Kummer, denn er hat Hunger. Er piept und piept und piept, weil es nichts zu fressen gibt. Er piept und piept und piept, weil es nichts zu fressen gibt. Fritz dem Spatz wohne ich am Rathausplatz. Ich höre jeden Tag, wie er piept und klagt. Drum baue ich ein kleines Vogelhaus und stell es ihm hinaus. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil Fritz vor meinem Fenster steht mit seiner schönen Frau, die piept wie Fritz
und ist vergnügt, weil es was zu fressen gibt. Fritz hat keinen Kummer, denn er hat keinen Hunger. Er piept und ist vergnügt, weil es was zu fressen gibt. Er piept und ist vergnügt, weil es was zu fressen gibt. Ja, Fritz und Luise haben den Winter gut überlegt. Überlebt. Und als der nächste Frühling kam, was haben sie da gemacht? Luise hat wieder Eier gelegt. Das kamen die nächsten Kinder. Und so weiter und so weiter. Jedes Jahr. Immer wieder. Ich möchte jetzt gerne mit euch ein kleines Spiel machen. Huch, Gitarre bleibt stehen. Ein kleines Spiel machen. Dazu müsst ihr euch bitte alle ganz gerade hinsetzen und die Arme hängen lassen. Gerade hinsetzen, Arme hängen lassen. Und als erstes bitte die Hände ausschütteln. Ja, die Hände schütteln. Und zwar schüttelt ihr die Hände bitte so, dass ihr das Gefühl habt, sie könnten gleich abfallen. Dann nehmt ihr die Arme dazu, schüttelt auch die Arme. Ja, und dann die Schultern. Schultern, Arme, Hände, alles schön ausschütteln. Und erst aufhören, wenn ich sage, es reicht. So, ja, stopp, jetzt reicht's. Für unser Spiel ist es aber sehr, sehr wichtig, dass auch das Gesicht komplett entspannt ist. Das fängt mit der Stirn an. Bitte mal die Stirn entfalten. Ja, so, gut, sehr schön. Es gibt Erwachsene, die nehmen immer Faltencreme dafür. Geht aber auch so, wie man sieht. Guck. Ja, und dann die Augen. Die Augen, die mit den, bitte mit den Wimpern klimpern. Ja, die Augen entspannen und dann die Stirn dazu nehmen. Augen und Stirn entspannen. Und dann der Mund. Der Mund, der hat immer so viel zu erzählen den ganzen Tag. Also Mund mit dem Kinn rollen. Augen, Stirn, nicht vergessen. Und dann die Arme, Schultern und Hände dazu nehmen. Und alles so richtig schön ausschütteln. Und erst bitte aufhören, wenn ich sage Stopp. Alles schön entspannen. Stopp. Super. Ich glaube, wir sind gut gerüstet für mein Spiel. Mein Spiel geht so. Ich zähle bis 3. Bei 3 fange ich an zu klatschen. Und ihr müsst erst einmal so klatschen, wie ich es euch vormache. Bei 3. 1, 2, 3. Klatschen, Bein, 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 klatschen, Bein. Super! Jetzt wird's aber erst richtig schwierig. Denn zu diesem Klatschen singe ich ein Lied. In diesem Lied kommen Bewegungen drin vor. Diese Bewegungen können wir alle zusammen machen. Und wenn die Bewegungen dann zu Ende sind, klatschen wir wieder so, wie wir es eben geübt haben. Ja? Konzentration bei 3. 1, 2, 3. Klatschen, Bein, klatschen, Bein, klatschen, Bein, klatschen, Bein. Ich gehe zum Doktor Gulli Gulli mit meiner Schwester Kille Kille, mit meinem Bruder Box, 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 mein Bruder ist ein Ochs, Ochs, Ochs. Und wer mir das nicht glauben kann, der fängt nochmal von vorne an. Ihr habt gehört, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ich geh zum Doktor Gulli Gulli mit meiner Schwester Kille Kille, mit meinem Bruder Box, 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 mein Bruder ist ein Ochs, Ochs, Ochs. Und wer mir das nicht glauben kann, der fängt nochmal von vorne an.
aber jetzt ein bisschen schneller. Ich gehe zum Doktor Gulli Gulli, mit meiner Schwester Kille Kille, mit meinem Bruder Box Box Box. Mein Bruder ist ein Ox Ox Ox. Und wer mir das nicht glauben kann, der fängt doch mal von vorne an. Gulli Gulli, Kille Kille, Box Box, Ox Ox. 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 Gulli Gulli, Gulli Gulli, Gulli Gulli Gulli. So. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen entspannt. Der Körper fühlt sich gut an. Und dann würde ich mit euch jetzt noch ein kleines Lied singen. Ein kleines Lied. Aber ich weiß noch gar nicht welches. Ich habe mir noch keins überlegt. Ich habe eins. Und zwar, wo ist mein Liederbuch? Wo ist mein Liederbuch? Das ist das falsche Liederbuch. Nein, hier ist es richtig. Das richtige Liederbuch, da ist das drin. Hier, in diesem Liederbuch ist dieses da, auf dieser CD ist das drauf. Und das ist die Geschichte vom kleinen Mann. Dazu muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin ja hier in Kreuzberg fast geboren und mein ganzes Leben habe ich in Kreuzberg gelebt. Und in Kreuzberg gibt es einen Platz, der heißt der Spreewaldplatz. Und dieser Spreewaldplatz, der liegt zwischen dem Bahnhof Görlitzer Bahnhof und dem Görlitzer Park. Da gibt es diesen Spreewaldplatz. Und an diesem Spreewaldplatz gab es, als ich ein kleiner Junge war, einen Schuhladen. Da sind wir immer hingegangen, also meine Mutter ist mit mir da hingegangen, wenn wir neue Schuhe bekommen sollten. Und der Spreewaldplatz damals, das erinnere ich noch, das war der Endhaltebahnhof von Straßenbahnen. Und als die Straßenbahnen in Berlin abgeschafft wurden, dann wurde da ein Platz gebaut. Und auf diesem Platz gab es damals sensationell einen Minigolfplatz. Ja, da sind wir hingegangen und haben Minigolf gespielt. War total modern damals. Dann irgendwann kam der Minigolfplatz auch weg und dann wurde da ein Schwimmbad gebaut. Aber gegenüber von dem Schwimmbad, an der Ecke, da war immer noch für lange Zeit dieser Schuhladen. Heute gibt es ihn da nicht mehr. Heute ist da ein arabischer Imbiss drin. Ich habe mal gegessen, schmeckt gut, kann man hingehen. Und bei mir war es mal wieder so, dass ich neue Schuhe bekommen sollte. Und das war für mich jedes Mal eine Tortur. Denn ich mochte meine alten Schuhe total gerne. Denn damals war es so und heute ist es auch manchmal noch so, wenn man neue Schuhe bekommt, dann bekommt man Blasen. Es war einmal ein kleiner Mann, der hatte schöne Schuhe an. Die liebte er fast so sehr wie seinen weichen Kuschelbär. Doch eines Tages sprach die Mutter, mein Kind, hör zu, wir gehen jetzt und kaufen dir ein paar neue Schuhe. Wozu brauch ich denn neue Schuhe? Fragt der kleine Mann. Die schönen alten schwarzen zieh ich doch gerne an. Die Sohlen haben zwar Löcher, der große Zeh guckt raus. Sie schlabbern noch und nöcher, doch sie sehen spitze aus. Sehen spitze aus. Ach Junge, sagt die Mutter, erzähl doch keinen Quatsch. Wir gehen jetzt ins Schuhgeschäft am Spreewaldplatz. Dort hab ich schöne Schuhe gesehen, die waren ganz apart. Rote Winterstiefel für 22 Mark. Na, warte, denkt der kleine Mann, dir werd ich's zeigen. Von wegen neue Schuhe, lass mich damit in Ruhe. Und später dann im Schuhgeschäft passt kein einziger Schuh. Die Mutter scheint verzweifelt und sagt, mein Sohn, hör zu.
Ich habe jetzt die Nase voll vom Anprobieren. Wir nehmen jetzt das rote Paar, du wirst sie schon kapieren. Auch wenn sie jetzt noch drücken, du hast keine Wahl. Neue Schuhe zwicken, das ist ganz normal. Das ist normal. Es war einmal ein kleiner Mann, der hatte Blasen am linken und am rechten Fuß, die ihn ganz schrecklich plagten. Drum weinte er den alten Schuhen ein paar Tränen nach. Ich glaube, er weinte den ganzen Donnerstag und dann auch noch die ganze Nacht bis zum Freitag früh. Am nächsten Morgen endlich hatte er die rettende Idee. Dort, wo die Schuhe drücken, es hat doch keinen Zweck. Da schneid ich, denkt der kleine Mann, das wäre einfach weg. Dort, wo die Schuhe drücken, es hat doch keinen Zweck. Da schneid ich, denkt der kleine Mann, das Leder einfach weg. Au, Mann, gab das einen Ärger. Die Mutter tobte, noch viel doller dann der Vater. Doch was sollen sie machen? Passiert ist halt passiert. Das Beste ist, sie lachen, das wäre doch nicht verkehrt. Doch was sollen sie machen? Passiert ist halt passiert. Das Beste ist, sie lachen, das wäre doch nicht verkehrt. Ja, lachen wäre nicht verkehrt. Ja, das wünsche ich euch. Ein Lachen, ein wunderschönes Lachen in den nächsten Tagen. Und ich hoffe, dass wir uns bald live wiedersehen bei uns im Theater. Und das war das kleine Wohnzimmerkonzert von mir. Ich mache noch ein paar andere auf unserer Homepage, aber auch auf unseren WhatsApp und Instagram und wie heißt das andere? Facebook. Da zeigen wir immer an, wann das nächste kleine Konzert ist und dann mache ich es vielleicht irgendwann mal richtig mit Livestream. Dann können wir auch live zusammen singen. Ich singe hier und ihr da, wo ihr gerade seid. Also macht's gut. Bis bald. Alles Gute euch und bleibt gesund. Das brauchen wir gerade alle. Tschüss.